Einkommen, dass sie nur noch leben, um zu schuften und überhaupt über die Runden zu kommen, aber nicht mehr, um das Leben zu genießen, ganz andere Dinge zu tun als Erwerbsarbeit, einfach glücklich zu sein, Spaß zu haben, verrückte Sachen zu machen, künstlerische, sportliche, was auch immer. Frau Dittmuth, so, was und das spricht, ist ein Strukturproblem. Und wenn aber ich was jetzt spricht höre, dann dagegen, dass wenn man ihnen höre, dass billigen Atomstrom zum ja, Beispiel gut, zur und jetzt mache ich eine ganz hätte. Große Kurve weg von Ihnen, aber das ist, geht hier nicht anders. Also wenn ich doch, diese, doch, wenn ich dieses, ich habe ja, ich habe ja. In den, ich habe so Déjà-vu-Geschichten. Ich habe in den 70ern irgendwelche Bauplätze besetzt, Grunde, glücklicherweise mit anderen zusammen eine Zeit lang verhindert und auf Strommassen von Neckar-Westheim gesessen und darauf bin ich auch ziemlich stolz. Und wenn ich jetzt den Sprung über 20, 30 Jahre mache, denke ich, wo, auf welchem Planet bin ich gelandet? Seit 2000 sind die Strompreise um 50% gestiegen. Jedes Jahr, jede längere Laufzeit für ein Atomkraftwerk bringt in pro Jahr etwa 1 Milliarde Euro. Um diese Geschichten geht es. Und wir haben, das ist der eine der wenigen Punkte, wo ich Ihnen zustimme, wir haben keine Renaissance der Atomenergie. Was wir haben ist, wir haben eine Mischung aus sozialer Krise, wo Leute unsicher sind und vielleicht auf, Fragen gegenüber aufgeschlossen, die man ihnen 10 Jahre lang nicht einreden konnte. Wir haben zweitens die Möglichkeit, jetzt durch eine politische Konstellation sozusagen aufzuweichen, was eh eine aufgeweichte Geschichte war, der sogenannte Energiekonsens mit den schon viel zu langen Auslaufzeiten. Und ich habe damals, als der bei Rot-Grün geschlossen wurde, gesagt, Leute, das ist eine Sache mit einem Hintertürchen. Eines Tages werden sie kommen mit Verweis auf die Deals, die Ein-Atomkraftwerke können, die gegen die anderen ausgehandelt werden. Es gibt ganz viele Ablassmöglichkeiten, die ganze Chose wieder anzufangen. Und es geht nur um Knete. So, und was immer vergessen wird, ist, das eine ist, Atomkraft wird nicht gebraucht. Die Sendung reicht nicht aus, um das Detail jetzt zu erklären, warum. Ich biete jedem an, das auf Einladung zu tun. Das andere aber ist, worüber gar nicht mehr geredet wird, auch von Ihnen nicht, Herr Wolf, die sich so, Sie halten, Sie tun ja so, als ob Sie da ganz bedenklich und ganz ernsthaft wären. Jedes Atomkraftwerk im Normalbetrieb ohne Störfälle, ohne irgendwelche Irritationen, ohne Flugzeuge, die oben reinkrachen, gibt im Normalbetrieb Radioaktivität ab. Und das führt nachgewiesenermaßen weltweit, auch bei deutschen Atomkraftwerken, auch bei niedersächsischen Atomkraftwerken, zu einer Erhöhung der Krebskrankheit. Das heißt, eine Stromform oder eine Energieform, die nur dazu dient, um unglaublich viel Geld zu produzieren und dann aber sagt, dummerweise nebenbei kommt da ein bisschen erhöhte Krebsrate raus oder Immundefekte oder andere Formen von Krankheit, ist kriminell und geht gar nicht. Aber was wir haben ist, wenn Frau Will, Herrn Schmitz, der dann so freundlich lächelt, sagt, was machen wir denn, kriegen wir denn vielleicht ein bisschen was ab für die Verbraucher von dem, was sie da an Zusatz- und Extraprofiten haben, da kann ich nur lachen. Natürlich tun sie das vielleicht nicht. Vielleicht darf ich auf den Trainer noch mal eingehen. Nein, eine Sage noch. In den letzten Jahren hat der Verband, Sie stehen ja für die vier großen, E.ON, RWE, Vattenfall. Ich stehe für 1000 Unternehmen. Ich habe Ihre Reden gelesen beim Antritt und das einzige Problem, was Sie haben, ist, dass Sie einen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit haben. Und dafür bin ich herzlich dankbar, weil Sie den zu Recht haben. Aber was Sie, nein. Aber werden Sie einverstanden, dass danach auch jemand anders noch einen Satz sagen darf? Alles klar. Wenn man genau hinguckt, ist, wenn man den ganzen Krebs und alle gesellschaftlichen Kosten und Atommüll und die staatlichen Kosten zur Entwicklung von Atomkraft mit reinrechnet, wenn man das alles weglässt, ist Atomenergie relativ billig. So, das geben Sie nie weiter. So, jetzt in den anderen, letzten Frau Jahren, Dittmuth, das war nicht mehr als ein Denn wir haben im Trailer etwas gesehen, da stand bei der Familie Schütte, die Stromkosten sind um 10% gestiegen in den letzten Jahren, die Wärmekosten sind um 50% gestiegen und Benzinkosten wurden Preise genannt, eben ja auch von 1,22, ich glaube auf 1,55. Das heißt, die größten Steigerungen sind ganz klar im Wärmebereich. Das heißt, wenn Sie Ihre Wohnung beheizen wollen, haben Sie das größte Problem, was die heutigen Kosten betrifft. Es sind nicht die Stromkosten, denn die Zahlen sind sicherlich sauber recherchiert, ich kann sie bestätigen, es sind diese 10%. Insofern sollten wir die Debatte auch nicht verkürzen auf die Kernenergie und was daraus kommen könnte, wenn Kernkraftwerke länger laufen. Dabei muss man nämlich ganz klar den Klimaschutz sehen. Die Debatte ist nicht von uns losgetreten worden, von der Energiewirtschaft, sondern... Aber Sie hören sie ganz gerne, oder? Das weiß ich gar nicht, ob Sie so gerne hören, denn es ist eine Debatte, die natürlich wieder eine Position auffordert, eine Gegenposition auffordert, die wir eigentlich nicht suchen. Sondern wir suchen rationale Damit können Sie Lösungen. Aber rechnen, ja. Wir suchen rationale Lösungen und wir suchen mehr den Weg dahin, dass der Bürger, wir alle,
weniger Energie verbrauchen und da Unterstützung zu leisten. Aber das ist genau das Problem, glaube ich. Wenn man über das Thema Atomkraft spricht, ist es ganz schwer, rein rational zu argumentieren, weil sehr viele Menschen Ängste haben. Nehmen wir das Bergwerk Asse in Niedersachsen, Herr Wulff, Ihnen natürlich sehr, sehr gut vertraut, weil dort, es war mal als Endlager geplant, nun steigen radioaktiv verseuchte Laugen auf. Ein großes Problem für Sie und ein Punkt, der sehr vielen Menschen in Niedersachsen Angst macht. Ihnen nicht? Es macht mir ganz gewaltige Angst. Und es ist ein Skandal, was dort passiert ist. Es war nie als Endlager geplant, sondern es war ein Forschungslager. Und unter der Überschrift Forschung sind dort Dinge gemacht worden, die nie hätten gemacht werden dürfen. Und ich bin froh, dass mein Vorgänger, Dr. Ernst Albrecht, vor 30 Jahren dieses Einlagern dort beendet hat. Aber wir haben seit 30 Jahren mit der Bewältigung des Problems zu tun. Es ist einfach viel zu wenig passiert, um dieses Problem Herr zu werden. Als Endlager sind bei uns in einem Gespräch Schacht Konrad. Das ist planfestgestellt worden von Herrn Trittin in der rot-grünen Bundesregierungszeit. Und das wird jetzt genutzt werden für zum Beispiel radioaktive Abfälle aus der Medizin. Wenn Menschen geröntgt werden und so weiter, entsteht radioaktive Strahlung. Das soll dort entsorgt werden. Und für hochradioaktive Abfälle wird Gorleben untersucht. Und in dem Kompromiss der rot-grünen Bundesregierung mit der Energiewirtschaft ist festgehalten, dass bis heute zu den Untersuchungen zu Gorleben keine Bedenken gegen die Nutzung als Endlager bestehen. Man hat dann die weitere Erkundung der letzten 10% abgebrochen und gesagt, 10 Jahre warten wir. Die 10 Jahre laufen jetzt ab und es muss jetzt zu Ende erkundet werden. Ergebnis offen, um dann festzustellen, ob Gorleben geeignet ist oder nicht. Und wenn es nicht geeignet ist, muss woanders gebohrt und gesucht werden. Aber wenn es geeignet ist, muss es genutzt werden, weil wir für die Politik, die wir jetzt machen, auch Verantwortung haben und sie nicht in die Zukunft hinein. Aber solange strahlen doch die Fässer in Asse. Für Asse gab es eine Prognose von 10.000 Jahren. Jetzt sind es gerade mal 30. In Asse geworden. Haben wir das Problem, dass dort jetzt untersucht wird. Kann man es wieder rausholen? Kann man es dort verschließen? Daran sind die verschiedenen Vertreter der Bundesregierung endlich passiert. Was Frau Schawan war jetzt immerhin dort. Die Vorgänger sind nicht mal hingefahren, haben sich nicht mal angeguckt. Und ich denke, dass die Große Koalition gefordert ist, Gabriel, Schawan vor allem, dieses Problem Asse jetzt mit uns in den Griff zu bekommen. Der Bund ist zuständig. Es waren Forschungsminister wie Herr von Donani und andere in SPD-Zeiten, die das Asse-Lager dort so aufgemacht haben, genutzt haben. Und wir haben jetzt das Problem. Nur es ist mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie nicht in Verbindung, weil es dort vor allem um schwach radioaktive Abfälle geht, die aus anderen Bereichen entstehen und nicht um die Abfälle von Kernkraftwerken. Die sollen in Gorleben gelagert werden. Und über Gorleben können wir ja gerne reden. Wir sind ja bereit dazu. Es muss nur sichergestellt sein, dass man ergebnisoffen erkundet. Wenn die Erkundung einfach unterbricht, hat man gar nichts gemacht, nur die Probleme in die Zukunft. Herr Heil, Sie wollten einen Vorschlag machen. Ja, das eine ist, was mir auffällt, Herr Wulff spricht jetzt von längeren Restlaufzeiten. Das produziert natürlich auch Atommüll, auch in Deutschland. Einige seiner Kollegen, Frau Schawan beispielsweise, die viel gelobte von ihm und andere, wollen sogar neue Kernkraftwerke in Deutschland bauen. Noch mehr Atommüll, unabhängig davon, dass ich gerne mal wüsste, Herr Wulff, wo die dann gebaut werden sollten und wer das bezahlen soll. Das sind die teuersten Atomkraftwerke. Und dann wollen wir noch mal dazu sagen, dass Gorleben aus meiner Sicht nicht abgemacht ist. Was haben Sie eigentlich dagegen, wenn wir mal in anderen Bereichen suchen? Mir fällt auf, dass die von CSU und auch in Baden-Württemberg, die CDU, die am lautesten nach Atomkraft rufen, sich am meisten dagegen wehren, wenn man mal in ganz Deutschland nach Endlagern sieht. Ich sage nochmal, es gibt keine sicheren Atomkraftwerke. Das Endlagerproblem ist nicht gelöst. Sie starten hier ein Flugzeug bei Atomkraft, ohne zu wissen, wo die Landebahn ist. Genau das ist das Entsorgungsproblem. Noch ein Argument gegen die längere Nutzung von Atomkraftwerken, vor allen Dingen gegen den Neubau von Atomkraftwerken, den Ihre Parteifreunde ja wollen. Jetzt muss ich nur einwenden, die Mehrzahl der Kernkraftwerke in Deutschland sind in Zeiten der SPD-Bundesregierung geplant worden, in Betrieb. Wir haben aus unseren Irrtümern gelernt. Sie haben es unternommen, ohne die Frage der Landung geklärt zu haben, wenn ich Ihr Beispiel aufgreifen darf. Und 1998 sind Sie an die Regierung gekommen bis 2005. Sie, und 7 Jahre lang hätten Sie von Niedersachsen meines Landes und wollen den ganzen Atommüll nach Niedersachsen schaffen. Bohren können, Sie hätten anderswo untersuchen können, erkunden können. Nichts ist passiert auf dem Feld. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, dass wahrscheinlich erst dann etwas passiert, wenn Gorleben ungeeignet sein sollte. Das muss man aber untersuchen. Und dazu haben Sie sich bisher nicht bereit erklärt. Wir können gemeinsam jetzt schon untersuchen in Deutschland. Wie wäre das? Sie haben es doch 7 Jahre nicht gemacht. Sie können es jetzt gemeinsam mit uns machen. Sie haben ja eine ganz radikale Forderung und sagen, morgen gleich sofort weltweit alle Atomkraftwerke abstellen. Das wäre prima. Aber sitzen wir dann bei Kerzenlicht? Ihre Sendeform erlaubt gar nicht, dass man das so erklärt, dass es differenziert genug wäre. Also muss ich dann in Schlagzeilen reden. Das ärgert mich wahrscheinlich mehr.
Es ist nun so oft nachgewiesen und mit Wissenschaftlern aus aller Welt und auch aus diesem Land über so viele Jahre und immer wieder, dass das Abschalten, und zwar das sehr schnelle und das sofortige Abschalten, möglich ist, ohne dass irgendwo ein Licht flackert. Ich darf erinnern an Herrn Filbinger in den 70ern, der sagt, wenn Wiel nicht gebaut wird, gehen die Lichter in Baden-Württemberg aus. Das heißt, es gibt über 30, 40 Jahre so viel ähnliche Propaganda, dass jetzt, was im Moment läuft, ist ja nicht, dass das alles nicht geht und nicht wahr ist, sondern es wird einfach der Versuch gemacht, und zwar ziemlich allein in Deutschland, so ein Rollback herbeizuschwätzen. Woanders ist das gar nicht so. In Finnland gehen die in die Kosten durch. Von diesen vielen Atomkraftwerken, die geplant sind, ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Also. Nirgendwo auf der Welt wird auch nur ein einziges Atomkraftwerk gebaut, ohne dass der Staat irrsinnige Mengen von Steuergeldern reinsteckt. Das heißt, es ist die unwirtschaftlichste Technologie, die man sich zur Stromerzeugung überhaupt vorstellen kann. Und wenn es dann noch gekoppelt ist, dieser Wahnsinn, sozusagen, das war das, was ich vorhin, entschuldigen Sie, noch dran quetschen wollte und jetzt ruhiger sagen kann, wenn es dann noch so ist, dass in den letzten 5, 8 Jahren eine Flurbereinigung stattgefunden hat, dass jetzt nicht mehr viele Energieversorgungsunternehmen, sondern 4 große Monopole draufsetzen, die alle ihre besten Beziehungen, deswegen ist es lustig, wenn sie sich die Schuld gegenseitig zuschieben. RWE ist dick verfügbar mit der SPD, andere Konzerne mit denen, die Grünen hängen inzwischen auch mit drin bei irgendwelchen Atomlobbyforen. Das heißt, es gibt eine so enge Verwurzelung zwischen Politik und Atomkonzern, dass jeder von Ihnen hier weiß, Sie wissen genau, dass ich damit recht habe, jeder von Ihnen weiß, dass die verfilzten Strukturen so wirksam sind, dass aus diesem Grund nicht ausgestiegen wird oder verschleppt wird. Würde das, Herr Wulff, nicht sogar noch die Marktmacht der großen 4 stärken? Wenn man die Reaktoren länger laufen lässt? Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben 13 potenzielle Kraftwerke für Standorte ausgewiesen. Die werden natürlich nicht alle gebaut, brauchen wir nicht alle, aber es werden mehrere neue gebaut. In Stade wird ein Kohlekraftwerk gebaut, in Wilhelmshaven werden 2 gebaut, in Braunschweig und Lingen werden Gaskraftwerke gebaut, weil wir Wettbewerb wollen, weil wir Konkurrenz wollen. Wir haben ausländische Anbieter ins Land geholt, Elektrabel baut bei uns Kraftwerke. Und das Interessante für mich ist, dass dieselben, die für 2,50 Euro Benzinpreis waren, also Frau Dittfurt muss ja glücklich sein heute, die hat ja schon vor 15 Jahren gefordert, 5 D-Mark für den Liter Mineralöl. Herr Wolf, ich bin 1991 aus den Grünen, die Sie wohl meinen, deswegen vor 15, 16, 17 Jahren haben Sie damals... Nein, ich habe so eine Forderung nie aufgestellt. Seien Sie doch bitte so nett und seien Sie bei der Wahrheit. Aber die Grünen haben immer die Verteuerung von Energie gefordert, von daher dürfen die heute keine Krokodilstränen vergießen. Sie reden einfach Blödsinn. Wir erleben, dass dieselben, die gegen die Kernkraft waren, für den Ausstieg aus der Kernenergie, dass sie jetzt gegen Kohlekraftwerke sind, dass sie bei Gaskraftwerken Bedenken äußern, dass sie gegen neue Stromtrassen sind, dass sie sogar gegen die Stromtrassen sind von Höchstspannungsleitungen, wo der Windenergiestrom von der Nordsee, und wir haben ganz viele Parks ausgewiesen, wir haben über die Insel Norderney eine Trasse gelegt für die Windenergie von der Nordsee. Wir wollen regenerative Energieträger, wir sind da Marktführer in Deutschland. Und Herr Wulff, ich finde das so niedlich, nur wenn Sie über Windenergie reden. Wissen Sie, Frau Dittfurt, ich war vor 20 Jahren im Interessenverband Windkraft Binnenland, habe auf die immer gesetzt, bin immer dafür eingetreten. Und deswegen sind wir ja heute führend. Und die Bundesgeschäftsstelle ist heute noch in meiner Heimatstadt Osnabrück, weil wir sehr frühzeitig auf die Windkraft gesetzt haben. Nur diejenigen, die nur auf das eine setzen, machen den Menschen etwas vor, dass wir keinen Energiemix aus allem brauchen. Wir brauchen beispielsweise für die Grundlast, für die Zinkindustrie, für die Kupferindustrie, die Aluminiumverarbeitung, für die Papierindustrie, für die Stahlindustrie, brauchen wir 24 Stunden versorgungssicher, preisgünstig Energie. Und das kriegen wir heute noch nicht hin. Weder mit Sonne, die keine Rechnung schickt, noch mit Wind, noch mit Wasserkraft, noch mit Bioenergie. Das verteuert dann eher die Lebensmittel. Sondern wir brauchen den Mix aus all diesem. Und das ist ehrliche Politik, das den Menschen auch zu sagen. Und würde das die Marktmacht brechen? Eindeutig, eindeutig. Okay. Daran sehen Sie schon, dass die Energieversorger jetzt auch in Windkraft gegangen sind, weil sie merken, da kommt ein ernstzunehmender Konkurrent. Die Windkraft hat Zukunft und in 50 Jahren müssen wir alle Energie aus Wind, Wasser, Biomasse nachwachsend erzeugen. Mhm. Weil Öl, Gas, Uran ist alles endlich. Und wenn wir morgen aus der Kernkraft aussteigen weltweit, dann ist Öl und Gas mit Sicherheit doppelt so teuer, weil die Ressourcen in der arabischen Welt, in Russland, noch knapper und noch umworbener sind. Wir können nicht auf Öl und Gas auf Dauer setzen. Ich will eins Ihnen zeigen, Frau Dittfurt. Sie haben eben gerufen, es sei Blödsinn gewesen, was Herr Wulff gesagt hat. Aber man kann das kurz noch mal zeigen, was die Grünen wollten. Als es die Grünen vor 10 Jahren auf ihren Parteitag forderten, schien es eine aberwitzige Vision. 5 Mark für den Liter Benzin, damit die Deutschen endlich weniger Auto fahren.
Der Beschluss löste damals wütende Proteste und eine bundesweite Gegenkampagne aus. Und heute sind wir nicht mehr so weit davon entfernt. Experten rechnen mit 2 Euro pro Liter noch im Laufe dieses Jahres. Aber die, die es sich leisten können, fahren trotzdem fröhlich weiter. Es gibt keine Schmerzgrenze. Je teurer wird, desto billiger, desto mehr Platz haben wir auf der Straße. Ich genieße es noch. Die Mobilität ist mir sehr viel wert. Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze? 2 Euro. 3 Euro. 5 Euro. Egal. Egal? Nein, ich lasse mir nicht den Spaß verderben. Nee, gibt es da eine Grenze, wo Sie sagen können, jetzt ist. Was fahren Sie für ein Auto und wie viel verbraucht das privat? Ich habe ein Polo, ich habe den Verbrauch nicht im Kopf. Aber ordentlich. Das ist ein älterer Polo. Was fahren Sie, Frau Ditfurt, für ein Auto und was verbraucht das? Meins hat 2 Räder, ist dunkelblau und ist ein Fahrrad. Ich halte das jetzt nicht besonders heldenhaft, sondern ich wohne in einer Stadt, in der ich mit dem Fahrrad sogar schneller bin als irgendwelche blöden Autos und kann öffentlichen Nahverkehr. Deswegen, wenn ich auf dem Land wohnen würde, wo es inzwischen leichter ist, einen Bahnhof zu kaufen, als ein Ticket für eine Strecke, die es nicht mehr gibt, müsste ich auch ein Auto haben. Ist doch völlig klar. Deswegen kann ich daraus jetzt nichts ableiten. Der Versuch, konsequent zu sein, hat eine Grenze. Ich finde es wichtiger, politisch aktiv zu sein, als jetzt durch persönliche Akquise ständig auszugleichen, was die da an Bullshit verbraten. Also das geht auch wieder nicht. Ja. Herr Wulff, wir haben ja alle gemeinsam gelacht über denjenigen, der locker gesagt hat, wenn der Benzinpreis so hoch ist, dann habe ich einfach mehr Platz auf der Straße. Das finde ich eigentlich ganz gut. Können Sie das verstehen, dass jemand im fetten Geländewagen aus Wolfsburg zum Brötchen holen fährt? Also erstmal kann ich am wenigsten verstehen, dass Audi den ersten Hybridantrieb hatte weltweit, der aber damals sich nicht durchgesetzt hat. Dass Volkswagen den ersten 3-Liter-Wagen hatte, der aber nicht gekauft wurde. Also offenkundig kamen manche Dinge auch zu früh. Und jetzt gibt es einen starken Run Richtung kleiner Autos, verkehrsgünstiger, verbrauchsarmer Fahrzeuge. Als ich bei VW vor 5 Jahren in den Aufsichtsrat kam, da hatten wir gerade die Welle Lamborghini, Bugatti, Bentley, Phaeton und so weiter. Seitdem hat sich Volkswagen sehr konzentriert auf Blue Motion, auf Polo Blue Motion, auf Passat Blue Motion. Und diese Fahrzeuge werden immer stärker gekauft. Aber kann man damit dann fast sagen, ein hoher Benzinpreis bewirkt doch was Gutes? Über den Preis des Benzins wird das Autofahren stärker überlegt. Fahre ich nicht, fahre ich mit der Bahn? Da ärgern sich die Menschen zu Recht, dass die Bahn zu teuer ist. Aber private Anbieter auf der Schiene, wir haben in Niedersachsen besonders viele, werden sehr gut angenommen auf den Strecken Osnabrück zur Küste oder Braunschweig Richtung Norden oder Hannover Richtung Norden, Richtung Celle, Uelzen. Das sind echte Erfolgsstrecken, wo dann auch die Alternative zum Auto überlegt wird. Und natürlich ist der Verkehr im öffentlichen Personennahverkehr umweltfreundlicher als der Individualverkehr. Aber der Preis spielt eine Rolle. Nur jetzt ist das Problem, die Menschen können sich diese Fahrzeuge ja nicht leisten. Das ist das Problem. Fahren immer länger die alten Autos. Und die alten Autos sind natürlich hochverbrauchsintensiv, CO2-reich. Zahlen Steuern, und da erwarte ich mir eine Veränderung, die, glaube ich, Sinn macht. Dass nämlich endlich eine Ebene verantwortlich ist für Kfz-Steuer, für Lkw-Maut, für Mineralölsteuer, nämlich der Bund. Dass wir jetzt im Grundgesetz ändern, dass nicht Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam verantwortlich sind, sondern dass alles in Zuständigkeit des Bundes kommt. Dann kann der Bund eine Politik aus einem Guss machen zum Thema Auto und langfristig umsteuern, dass verbrauchsärmere Fahrzeuge günstiger sind. Gar nicht. Würden das helfen? Sie wollen weder Tempolimit, noch wollen Sie diese riesen Dreckschleudern. Ich hatte eine Frage an Herrn Heil. Entschuldigung. Würden Sie es gut finden? Es ist ein Schritt, aber das löst das Problem nicht. Das muss man ganz offen sagen. Langfristig ist es notwendig, wenn man Individualverkehr will, und ich will, dass Leute auch zukünftig Auto fahren können, dass wir andere Motoren, dass wir einen Antrieb haben, auch andere Kraftstoffe an diesem Punkt. Da muss man vorsichtig sein, das wissen wir beim Thema Biokraftstoffe, aber es gibt welche der zweiten Generation. VW hat ein großes Projekt in Sachen Sunfuel beispielsweise. Also es gibt eine ganze Menge Ansätze. Ich habe einen ländlichen Wahlkreis, der heißt Gifhorn-Peine zwischen Braunschweig und Hannover. Da wird auch viel im Bereich öffentlicher Personennahverkehr zu tun sein, aber das wird nicht jedes Dorf mit öffentlichem Personennahverkehr so besorgt, auch
versorgt werden können, dass man auf Autos verzichten kann. Und Leute haben Recht auch darauf. Ich möchte Autofahren nicht vermiesen. Aber nochmal, da ist der Weg langfristig, zu anderen Verbrauchen zu kommen, zu anderen Flottenverbrauchen und vor allen Dingen auch andere Motoren zu haben. Wir brauchen ökologische Industriepolitik. Da geht es nicht Arbeit gegen Umwelt, sondern da sehen wir, dass das, was wir bei Energie gemacht haben, mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das haben die Roten und die Grünen gemacht in Deutschland, wir eine Welle ausgelöst haben, die auch Arbeitsplätze in Deutschland schafft. Wir haben das Ingenieur-Know-how in Deutschland, dort voranzukommen. Und das ist unsere Aufgabe, die wir in den nächsten Jahren zu leisten Arbeitsplätze haben. In Deutschland, das würde ich mir gerne als Stichwort von Ihnen klauen, Herr Heil, weil wir haben jetzt lässig gesprochen über die Porsche-Zweitwagenfahrer, die möglicherweise auch verzichten könnten und die weniger fahren könnten und die nicht diese Spritfresser fahren müssten. Aber es gibt etliche andere, die sehr wohl fahren müssen und die der hohe Benzinpreis existenziell trifft. Mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil Benzin zu teuer ist. Das machen immer mehr Mitarbeiter der Speditionsfirma Haftrans aus Mecklenburg-Vorpommern. Deren Chef Manfred Ruprecht hat größere Sorgen. Es geht um seine Existenz. Denn der Dieselpreis steigt und steigt. Ruprecht muss seit Mitte letzten Jahres 100.000 Euro zusätzlich pro Jahr ausgeben. Er gibt die gestiegenen Kosten an seine Kunden weiter und die dann an den Verbraucher. Noch höhere Preise sind aber für die Kunden nicht drin. Und so bleibt Manfred Ruprecht am Ende nur ein Ausweg, um Kosten zu sparen. Ja, dann müssen wir Arbeitsplätze sicherlich abschaffen und müssen gucken, dass wir mit den wenigen dann nur noch die vorhandenen lukrativen Geschäfte bearbeiten. Laut einer Umfrage sind im deutschen Mittelstand durch die hohen Spritpreise rund 50.000 Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Ruprechts Forderung: weniger Steuern auf den Sprit. Weil die Preise ansonsten von der Wirtschaft auch nicht mehr bezahlbar sind und die Kosten landen beim Verbraucher an der Ladentheke. Da hängt wieder alles mit allem zusammen und nachher ist der Kohlkopf und das Brötchen dann teurer geworden, weil der Benzinpreis am Anfang so hoch war. 50.000 mittelständische Unternehmen sind bedroht, so sagt zum Beispiel der Verband der mittelständischen Unternehmen. Muss die Politik da nicht handeln und zum Beispiel die Steuern auf Benzin senken?